Kommt Zeit, kommt Verstärkung. Gut. Also, herzlich willkommen hier bei den Lightning Talks. Die Lightning Talks, wir hatten leider nur drei Einreichungen. Eine davon mache ich dann am Schluss. Die Regeln sind einfach, es gibt je 6 Minuten Zeit. Die wird dann irgendwie gestoppt und ich halte dann so einen Zettel hoch, wenn noch 1 Minute oder 2 Minuten übrig sind. Und genau. Wenn es ist den Vortragenden selbst überlassen, ob sie Fragen zulassen wollen, ob sie überhaupt Zeit haben dafür. Genau. Und dann geht es eigentlich schon los mit Simon Stückelberger. Genau. Du hast hier das Mikrofon. Und ich... Funktioniert es jetzt? Super. Die 6 Minuten starten jetzt. Okay, hallo zusammen. Ich präsentiere euch die Webseite polittransparency.ch. Die Webseite hat zum Ziel, mehr Transparenz zu schaffen bezüglich der politischen Werbung, Online-Werbung in der Schweiz. Ich glaube, grundsätzlich allgemein kann die Schweizer Politik noch etwas Transparenz vertragen und spezifisch im Falle von politischer Online-Werbung. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie Plakatwerbung sehen, in den Straßen, wissen wir alle, wer inseriert hier, welche Inhalte transportieren die Parteien. Bei der Online-Werbung ist es so, nur die Person, der eine gewisse Anzeige angezeigt wird, weiß dann auch, wer hier inseriert und welche Inhalte den Wählerinnen auch präsentiert werden. Deshalb versucht diese Website hier Transparenz zu schaffen. Die Daten dieser Webseite sind von Meta, dem Mutterkonzern von Instagram und Facebook. Grundsätzlich haben wir keine Daten zu Google Ads zum Beispiel, die auch eine wichtige Rolle spielen bei politischen Kampagnen. Leider ist es so, Google bietet zwar Daten zur EU an, aber nicht zur Schweiz. Sonst ist es so, dass andere Plattformen, TikTok oder Twitter, politische Werbung verbieten. Unter Musk scheint es wieder sich zu verändern, aber im Moment ist es noch so. Genau. Und dann können wir das einfach direkt anschauen. Das ist die Landingpage, die ist nicht so interessant. Hier noch ein Blog zu den spezifischen Zürcher Wahlen. Die wichtige Webseite ist dann diese. Das ist ein Dashboard, eine interaktive Webseite, eben zu den Inseraten auf Instagram und Facebook. Was Sie hier jetzt sehen, sind die Ausgaben der Parteien in den ersten Wochen jetzt von 2023. Sie sehen zuerst einmal einfach, dass die SP am meisten ausgegeben hat in diesen ersten Wochen, rund 90.000 Schweizer Franken für eben Werbung auf diesen zwei Plattformen. Sie sehen dann, dass die meisten anderen Parteien so rund 30, 40 Franken ausgegeben haben und die SVP bis jetzt am wenigsten. Auf der rechten Seite sehen Sie dann noch den Zeitverlauf, die Ausgaben und wann dann die Kampagnen gepeakt haben. Und hier sehen Sie noch die Interessengruppen. Im Moment vor allem bemerkenswert noch der Gewerbeverband, der auch rund 50.000 ausgegeben hat. Eben wichtig ist es eine interaktive Webseite. Das heißt, man kann auch nur gewisse Parteien auswählen, wenn ich es dann kann. Man kann auch den Zeitraum verändern, den einem interessiert. Und es gibt auch eine französische Version der Webseite. Was wir dann auch anschauen können, ist, welche User, Userinnen denn erreicht werden. Was wir hier sehen, sind eben in dunkelblau sind sie die der Anteil der Frauen, die erreicht werden, und dann der Anteil der Männer. Grundsätzlich sieht man hier, dass linke Parteien eher Frauen erreichen, rechte Parteien eher Männer, was auch ihren Wählerpotenzialen entspricht. Auf der rechten Seite sehen wir dann noch die Altersstruktur. Grundsätzlich nicht ganz überraschend, eben relativ viele Junge werden trotzdem erreicht mit Instagram und Facebook. Also rund 50% der Menschen sind irgendwo zwischen 18 und 34 Jahre alt. Man sieht dann aber auch gewisse Unterschiede. Die Mitte oder die SVP erreichen doch mehr auch die älteren Generationen auf diesen Plattformen mit ihrer Werbung. Wir können dann auch schauen, wo die Menschen erreicht werden. Hier ist im Moment die SP ausgewählt. Wir sehen, dass die Userinnen, die erreicht werden, vor allem in Zürich und in Basel erreicht werden, nicht ganz überraschend in diesen ersten Wochen mit den Wahlen eben in Zürich und Basel, Basel-Land. Genau.
Man kann natürlich eben jetzt auch noch sonst anschauen, wie das bei der Mitte ausschaut. Die ist ein bisschen weniger fokussiert auf Zürich. Und was uns dann auch noch interessiert, sind die Themen. Auf welche Themen setzen denn die Parteien? Hier ist es einfach eine Word Cloud, die zeigt für jede Partei die Wörter, die eine Partei mehr nutzt als jetzt die anderen Parteien. Im Moment natürlich relativ vielleicht nicht sehr interessant, weil es auch recht oft einfach die Regierungsratskandidierenden sind einer Partei. Wenn man das noch ein bisschen reduziert und ein bisschen mehr Wörter kriegt pro Partei, schauen wir uns mal die SP und die Mitte an, sieht man doch noch ein paar Themen, wie bei der SP, irgendwie Protection Travail, wir haben Wohnungen, glaube ich, irgendwo, genau. Oder bei der Mitte gibt es irgendwo noch was zur Ehe. Also gewisse Themen sieht man hier. Und ich bin auch gleich am Ende. Bei den Usern sieht man dann auch noch die, wenn man die Details anschauen will, die spezifischen Inserate, die eben geschaltet wurden. Also hier sehen Sie die Mitte, die dann schreibt, wir brauchen mehr Politik. Genau, das sind dann die Details. Gut, das ist eine neue Webseite, das heißt, Feedback ist sehr willkommen. Ja, vielen Dank. Wie erreicht man dich denn, falls man jetzt über die Webseite hat, dann Kontakt oder genau, also nur Feedback hat? Auf der ersten Webseite gibt es denn die Kontaktinformationen. Okay. Super, vielen Dank, Simon. Gut. Und während ich jetzt da die Slides für die nächste Person aufschalte, die übrigens auch beim VOC jetzt aushilft, das heißt, sie weiß selbst, dass sie nicht so viel hin und her laufen darf, weil sonst ist sie nicht mehr im Bild. Genau, für die Sprüche bin ich zuständig. Jetzt, apropos Sprüche, Darstellung wahrscheinlich, ja? Nee, das ist nicht meins, aber das ist dein Mikro. Okay. Genau, und auch du hast 6 Minuten Zeit. Viel Spaß. Voilà. Also, wir hatten ja gestern einige Vorträge über die EID und ja, es kommt mittlerweile langsam so in eine richtige Richtung, plus minus. Und da war ja immer mal noch die Frage, ja, wie würden wir denn das auch mal darstellen? Also würde ich das darstellen, der auch mal ein bisschen mit Web-Applikationen und Authentifizierung und so gearbeitet hat. Und die Basis ist OpenID, das ist recht komplex, aber wenn man das mal auf eine ganz simple Sache runter macht, hat man hier eigentlich ein paar Komponenten, die überall auch drin sind. Also das findet man auch in der Zeichnung bei der EID-Vortrag von Rolf. Da hat man diese Issuer, also die Bürgerstelle, die bürgt. Und zwar hat die ein paar Sachen. Die stellt die ID mit oder die Wallet halt aus, je nachdem, zu der Person, die eigentlich die Interaktion durchführt. Und die Issuer-Stelle, also diese Bürgerstelle, die muss bekannt sein, weil die muss man kontaktieren. Das ist immer eigentlich so das Problem gewesen. Beispiel GPG, also GNU-PG, wer das bei uns im Chaos kennt. Wir haben keine bekannte Stelle. Das heißt, wir mussten immer diese schönen Key-Signing-Partys machen, damit wir irgendwie rausfinden konnten, wer hat jetzt den Public-Key von der Person, die ich da jetzt überprüfen wollte und wie kann man sicherstellen, dass die andere Person mir jetzt da nicht unterwegs was untergejubelt hat. Weil das Hauptproblem ist ja, wenn man von der Person zu, sagen wir jetzt, dem Supermarkt geht und da einfach mal eine ID hinhält und da steht drauf, ich bin da 16 Jahre, über 16 Jahre ist okay. Das ist eine Behauptung im ersten Fall. Das ist ja noch nicht verifiziert. Und man kann das zwar verifizieren, indem man da sagt, die Daten wurden ursprünglich mal von der Bürgerstelle geschrieben mit dem Private Key, aber ja, man muss dann halt auch Public Key haben und hat ein paar Probleme und die muss man dann halt holen. Also das ist nicht alles 100% einfach. Und das Interessanteste ist, diese Komplexität hat es unterschiedlich mit unterschiedlichen Szenarien. Also wenn man jetzt hier die Authentifizierung hat, muss man nur schälen, ist das Ding mal von wem ausgestellt worden oder
hat die Person mal an die Bürgerstelle einen richtigen Key hinterlegt, dass man sagen kann, dass die Bürgerstelle gar nicht den TPM rausgibt, sondern die Person einen eigenen kaufen kann auf dem freien Markt, auch eine Wallet frei kaufen kann. Das kann man auch machen. Solange die Bürgerstelle den Public Key rausgibt, weiß man ja, woher man den Public Key hat. Das reicht ja. Und für solche Späße gibt es zum Beispiel auch DNS. Also das gibt es DNS-Erweiterungen und WebKey Discovery und solche Späße, wo man da durch die URL sich authentifizieren kann. Es gibt auch so ein Indie-Out. Das ist OpenID, einfach ohne Komplexität und halt mit URLs drin. Und das funktioniert auch, weil halt DNS mittlerweile genug als Directory gilt oder funktioniert. Was man halt auch noch machen kann, wenn man so eine Wallet hat, also wenn man es jetzt ein bisschen komplexer hat, vielleicht kriege ich es in die Kamera, hat man ja diese Späße hier, diese YubiKeys, die haben auch sehr viele von den Informatikern meist noch. Ja, hinten hatten sie auch schon hoch. Jetzt halten sie alle hoch, okay, das ist auch gut. das Freudige dran ist, diese Dinger sind ja auch wirklich zwischen den Handys oder was auch immer herumsteckbar. Man hat sie am Schlüssel. Und die Bezeichnung Key ist exakt. Es ist ein Schlüssel. Es ist ein Schlüssel, den man wie einen Hausschlüssel verwenden muss. Und ich glaube, solche Analogien müsste man auch mal den Leuten mal noch erklären, dass man sagt, hey, ihr habt einen Schlüssel und ihr müsst mit dem Schlüssel euch authentifizieren, damit ihr in euer Haus reinkommt oder an den Alkohol kommt, dann ist das eigentlich so. Oder halt sagen, ich habe jetzt hier einen Schlüssel, mit dem kann ich freischalten, dass die Steuererklärung freigegeben wird. Und ich denke, das Wichtigste wird sein, wenn wir für alle unterschiedlichen Sachen auch unterschiedliche Gesetze haben. Weil ich möchte nicht über das EID-Gesetz vom Staat die Steuererklärung und mein Online-Login geregelt haben. Das sind unterschiedliche Fälle. Das gibt sonst einfach, das ist zu generalistisch. Das ist zu fest abstrahiert. Das funktioniert nicht in der Praxis. Das ist nicht praxisgetreu. Es gibt einfach technische Probleme, die man dann nicht mehr lösen kann. Einfach. Und nein, Blockchain ist nicht die Antwort. Einfach, dass es gesagt ist. Die können in der Pampa sein, von mir aus. Da hat es schönes Sumpfland. Da kann man da, und sogar ein Unterseekabel. Ja, in der Pampa hat es besseres Internet als in Deutschland, das ist so. Ich war dort. Was man auch noch machen kann, so als kleine Randnotiz, diese YubiKeys oder diese Smartcards, die können ja Java ausführen. Man kann auch kleine Abfragen schreiben zu diesen Dingern hin. Also, dass sie da bestimmte Fragen in einen Claim umwandeln mit einem Private Key oder solche Späße. Also man kann da recht viel machen, ohne wirklich irgendwie Daten schicken zu müssen. Das heißt, man könnte es tatsächlich so machen, der Verifier sagt einfach, hey, X-Key, verifiziere mir vom Austragstelle, dass sie verifiziere mir die Austragstelle mit den Daten, die die anderen verifiziert hat, aber gib mir die Daten nicht. Weil ich muss ja nur wissen, dass die ursprüngliche Stelle das mal verifiziert hat. Ich brauche ja die Daten selbst nicht. Und das ist, glaube ich, der Wecker. Wunderbar. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich glaube, du hast auch noch irgendwelche Kontaktdaten. Vielleicht willst du doch noch schnell, damit man weiß, wie man dich kurz kontaktieren kann. Vielen Dank. Toasty. Gut. Dann habe ich noch kurz was, das ich vorstellen will. Und zwar, Moment, zuerst die Slides. Bobby-Modus. So, auch ich starte mir natürlich den Wecker, weil sonst ist irgendwie nicht mehr. So, ja, ich arbeite am kleinen Tool. Neben dem, dass ich in der DGS manchmal so ein paar Leute koordinieren muss oder irgendwie zusammenbringen muss, habe ich auch noch bei den Grünliberalen der Stadt Zürich die Aufgabe, Leute zu motivieren, Flyer zu verteilen, und dann muss man
ja, gibt es so ein paar Problemstellungen, die es einem nicht so einfach machen, denn eigentlich will niemand Flyer verteilen gehen und es ist mühsam und man streut seine Daten überall. Genau. Es gibt lose Gruppierungen, bei uns in der DigiGuess sind das so ein bisschen kantonsweise, erkennen sich die Leute vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und wenn man jetzt irgendwie eine Initiative starten will, muss man irgendwie die Leute zusammenbringen, um Unterschriften zusammen. Und jetzt, das Problem ist, die Koordinierung ist relativ schwer. Das ist mal so, ich habe mal nach Flyer, nach gesendeten Mails, nicht die, die ich empfangen habe, in meiner Inbox gesucht. Ja, es gehen da sehr viele Mails hin und her und ich muss sie jedes Mal irgendwie manuell zusammensuchen und das sind nur die Mails. Dann habe ich noch Signal, ich habe noch SMS diverse, ich habe noch Telefonate, die ich dann bekomme. Ah, ich kann übrigens nicht, keine Ahnung, meine Katze ist krank, ich habe keine Lust oder wie auch immer. Und die Planung ist ja halt auch nicht so einfach, weil das sind dann meistens so Tools wie irgendwie Google Drive und es ist alles so ein bisschen mühsam. Und wenn ich hier jemanden Zugriff habe, dann hat die Person irgendwie alle Daten und Google hat die Daten dann sowieso. Und also, genau auf das bin ich eigentlich auch schon eingegangen. Die Pläne ändern sich. Das Wetter, wer Flyer verteilt hat schon mal, der weiß das, wenn das Wetter schlecht ist, dann laufen die Leute einfach an einem vorbei. Man kann noch so lange irgendwie versuchen, irgendwo einen trockenen Platz zu suchen. Ja, man wird die Flyer nicht los. Die Location ändert sich dann manchmal auch, weil die Parteien sind ja nie irgendwie alleine unterwegs, sondern ja, manchmal ist man dann irgendwie zu fünft an einem Ort und da muss man schnell irgendwie umdisponieren. Jemand hat Verspätung und es ist nicht ganz klar, wer bringt jetzt das Material mit, wer hat einen Drucker, sind die schon ausgedruckt, wer holt die irgendwie im Sekretariat ab. Das heißt, genau, ich bin ein Tool am Schreiben, mit dem sich Aktionen koordinieren lassen. Man kann dann irgendwie sagen, ich würde gerne in der Stadt diese Aktion unterstützen. Schreibt mich doch an, wenn ihr zusammengeht. Und da ich auch bei einer DigiGuess aktiv bin, will ich natürlich nicht die Daten irgendeiner Person weitergeben. Ich habe auch schon Feedback bekommen. Ich will eigentlich meine Daten nicht einfach so in einem Google Doc dann hinterlassen. Und eben, mein Problem ist, ich schreibe sehr viele Mails und ich würde das gerne automatisieren. Und was ich auch manchmal höre, ist, wann habe ich mich überhaupt eingetragen? Weil das ist ein Google Form und dann sind die Daten halt irgendwo in diesem Google Form und man kriegt sie nicht mehr. Das heißt, ich habe die Domain schon mal reserviert. Wenn ihr irgendwie Feedback habt oder so oder Anforderungswünsche und so weiter, schreibt mich an. Und zur Technik, für die, die es interessiert, es ist in Python geschrieben, Django mit React.js. Es ist auf GitHub, aber noch nicht public. Ich werde das dann irgendwann mal, wenn es funktioniert, veröffentlichen. Jo, das war's. Vielen Dank. Und das war's auch schon mit den Lightning Talks. Ihr könnt gerne euch noch irgendwo in einen Saal reinschmuggeln. Der Kiosk ist, glaube ich, noch ein bisschen offen hier draußen. Und es hat auch um die Ecke, dann im Foyer, dort was Essen gegeben hat, ist jetzt die Bar offen. Das heißt, ihr könnt auch dort den Abend ausklingen lassen, wenn ihr nicht mehr Lust habt, irgendwo in einen Talk zu sitzen. Es geht dann, glaube ich, später weiter. Ihr habt das Programm alle mit dem Schlusswort von Eli und dann noch mit der Abendveranstaltung vom Chaos-Umfeld, sage ich jetzt mal. Gut, das war's von mir und dieser Bühne. Bis zum nächsten Mittelkongress.